Hi, Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier The Convenience Store von Schiller's Art. War jetzt nicht das erste Spiel von Schiller's Art, bei weitem nicht. Ich glaube, es gab 6 oder 7 vorher. Die waren aber nicht so wirklich bei mir auf dem Schirm. Also erst seit The Convenience Store, was dann wirklich so von jedem und allen auf Twitch und YouTube gespielt wurde irgendwie, bin ich aufmerksam geworden auf diesen Entwickler. Und seitdem bin ich ein großer Fan, auch wenn manche Spiele so ein bisschen schwanken in der Qualität. Ist ja nicht so schlimm. Ich habe auf jeden Fall alle gekauft. Schon seit längerer Zeit gab es mal so ein Package und kauft mir seitdem auch jedes Neueste von Schiller's Art, weil ich bin immer wieder froh drauf, wenn was kommt. Und ich fand sogar das letzte Jisatsu, oder wie das hieß, fand ich sehr gut. Und jetzt spielen wir nochmal The Convenience Store. Ich habe gefragt, ob ihr sehen möchtet. Ihr habt gesagt, ja, und ich werde euch beide Endings zeigen. Ja, ich freue mich. Hab nämlich im Stream damals, glaube ich, nur das zweite Ende gesehen, das schlechte. Und jetzt starten wir nochmal neu. Es ist Zeit. Ich muss mich bereit machen für die Arbeit. Wie gesagt, ich hab's nicht auf YouTube und ich weiß nicht, ob es auf Twitch irgendwo noch zu finden ist, in den VODs. Ah, Jokuneta. Ich hab gut geschlafen. Und ein Chinchilla, was ja so Chillas Arts Maskottchen hier ist irgendwie. So, was müssen wir noch machen? Was ist denn hier? Sachen wechseln, ja. Wupp. Mit offener Tür natürlich. Also man merkt auch, wie sich das entwickelt hat. Ich meine, das sieht halt optisch genauso aus wie die anderen Spiele. Aber die Steuerung alleine schon. Sehr dunkel draußen. Ich meine, es ist ja auch die Nachtschicht, ne? Ich nehme lieber eine Taschenlampe mit. Wenn ich jetzt wüsste, wo die ist. Oh, guck mal, ein Herzchen. Voll die kleine Bude, aber irgendwie... Ach, das, was man braucht, ne? Wo war denn die Taschenlampe? Keine Taschenlampe? So, ist ja... Ja, es ist quasi... ein ganzes Appartement, nicht nur die Wohnung. Ich sehe nicht mal die Taschenlampe, aber gut. Ja, ist ein bisschen altbacken, aber ich finde sie ganz schön, die Wohnung. Ja, ich muss erst was essen, mich umziehen und dann die Taschenlampe nehmen, bevor ich gehe. Okay, ich habe noch nichts gegessen anscheinend. Was gibt's denn hier? Gar nichts. Kühlschrank gibt's auch nichts. Ja gut, esse ich ein paar Chips. Hallo? Hallo? Warum habe ich eigentlich 2 Kühlschränke? Ah, ich habe Fertigfutter, das ist auch gut. Aufwärmen? Ja, bitte. Was ist mit meinen Haaren los? Alter, ich bin heute mit so einer Haifischflosse aufgewacht und es ist nicht gewollt. Nun. Okay, die Zeit vergeht halt auch nicht wirklich. Ich würde sagen, ist das auch mal fertig hier. Bento! Bento-Box, ja bitte. Crunchy. Stimmt, Knusperreis. Mm. So, dann gehen wir jetzt aber. Licht lasse ich an. Interessiert ja wohl nicht. Endlich. Wenn wir mal sprinten, zoomt so ein bisschen raus, finde ich ganz geil. Und ich erinnere mich dran, wie ich im Stream ewig gebraucht habe, um zu wissen, wo es lang geht. Und ich habe auch alles abgesucht. Was leider überhaupt keinen Sinn macht. Oh, guck mal, die Leiter ist kaputt. Oder, ja, Treppe besser. Weil hier ist es, glaube ich, nicht so, dass von den Supportern versteckte Sachen hier drin sind. Also diese Kärtchen, die dann später immer in den Chiller's Art Spielen waren. Einen richtigen Umweg laufen hier. Weiß auch noch ungefähr die Richtung. Das ist auch immer so ein typisches Ding bei Chiller's Art Spielen. Du rennst immer irgendwie durch so eine japanische Stadt oder Dorf und weißt gar nicht, wo du hin sollst oder was du machen sollst in der Regel. Finde ich super. Ist aber auch gerade nichts hier, ne? Nichts Ungewöhnliches, Gruseliges. Boah, hab's auch eine riesige Wand. Also wären wir hier bei Attack on Titan. Oh, muss ich mal fertig gucken. Ist sie gut? Ich glaube, ist ja jetzt final, ne? Die letzten Staffeln sind draußen.
vierte und fünfte oder was das war. Wobei die eine auch nur eine aufgespaltete Staffel ist. Na? Ich weiß, was wirklich hier geschehen ist. Ich wurde gerufen, um dich zu warnen. Oder euch alle zu warnen. Von dem Namen, den ich nicht aussprechen kann. Der Tag des jüngsten Gerichts kommt näher. Ja! Alles klar. Das ist gut. Oh, dieses Geräusch, ne? Hi. Oh, gut, dass du es geschafft. Hä? Nein, es ist nur, dass jemand vor kurzem von der Brücke gefallen ist, die du überquert hast. Da war eine alte Frau, die gesagt hat, sie sah, wie ein Mann die Straße lang lief. Und seine Beine waren komplett in die andere Richtung gebogen. Gruseliges Zeug. Wenn es nur eine wahre Geschichte wäre. Hahaha. Ha, tut mir leid. Was ist los mit dir? Komischer Typ. Der steht auch schon so da. Sorry. Guck mal, was der schon für einen Buckel macht. Keine gesunde Haltung, mein Freund. Ach, Stempelkarte, hä? Ja. So, jetzt erst nochmal auf Klo gehen, eine halbe Stunde. Dann noch einen Kaffee trinken und nochmal auf Klo gehen. So macht man das auf Arbeit. Ich denke, einiges von dem Essen wird abgelaufen sein, bis du deine Schicht beginnst. Kannst du sie bitte aus den Regalen für mich nehmen, dein Manager? Mach ich doch. TV. Die Überwachungskameras. Da geht gerade jemand. Ach, er ist gegangen. Der sagt nicht mal Tschüss, ne? Das ist ein komischer Typ. Masche, Masche. Sushi. Wollen Sie Sushi? Der guckt schon wie so ein Creep. Kauft sich erstmal so eine Bento-Box. Sag jetzt Choice, ich gebe der Sache einen Versuch. Aber ich versuch's mal. Ich kaufe selten Magazine. Aber ich kaufe Austin Lee Magazine. I don't buy magazines, but when I do, I buy all of Austin Lee. Sieht aus, als wären sie abgelaufen. Ja. Es sieht gut aus. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um den Kunden und dann, werde ich das Essen wegräumen, oder? Oh, da ist er schon. Ja. Kann ich. Oh. Arigato gozaimasu. Kommen Sie wieder. Dass das so oft klingelt, ne? Das macht mich ganz kirre irgendwie. Ja, dann meine. Aha, aha. Na. Ist klar. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Oh, warte. Nehmen Sie aus den Regalen. Okay, machen wir. Das können wir gerade nicht gucken. Ich finde diese Politik, dass man alles wegschmeißt, das ist echt. Das ist echt schlimm. Das gute Essen. Der wird sich drüber freuen, weißt du? Wo kommt denn der Müll eigentlich hin? Boah, ist schon ein bisschen unheimlich. Wobei, ich glaube, ich hätte voll Bock auf so eine Nachtschicht hier. Ich hätte da nicht so Angst vor, sondern ich würde es sehr begrüßen. Also wenigstens deine Ruhe, ne? Also ich glaube, so viele Menschen kommen da auch nicht einkaufen. Ja. Oh nein. Ausgerechnet jetzt. Was ist denn da los jetzt hier? Jaha.
Ja, 13 Bucks, also 13 Kröten die Nachtschicht pro Stunde. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin. Also viel ist das ja nicht, ne? Also für die Nachtschicht ist das echt nicht viel. Aber wie gesagt, ich glaube, man hat seine Ruhe. Ich würde mir dann ein paar Filme auf dem Handy mitnehmen und angucken. Sieht gut aus. Sieht aus, als wären manche abgelaufen. Ja. Muss man auch nicht wieder auffüllen, ne? Ne, warte, ich gehe hinten raus. Warum ist der Hinterausgang eigentlich hier? Das ist voll unpraktisch. Und nicht da, wo ich dann ins Büro gehe. So. Weiß ich, als würdest du den ganzen Müll irgendwie noch falten oder so. Weißt du, machst du aus den alten Sandwiches Origami-Kraniche oder so ein Scheiß. Das ist auch geil hier. Leider kann ich kein Japanisch. Vor allem ist das auch nicht abgeschlossen, diese... Hier, dieses Lager. Mit jedes Schwein reinkommen und Sachen klauen. Gucken wir das CCTV-Material an hier. Was macht das so Geräusche? Kommt jemand? Okay. Hallo. Schemache. Es ist ziemlich spät für einen Lieferanten hier um diese jetzt gerade, hä? Wir haben unser System umgestellt, speziell für Convenience Stores, die spät in der Nacht aufhaben. Sieht aus, als wäre dieses Paket hier direkt an den Laden oder soll es direkt an den Laden geliefert werden. Oh, und der Name passt auf ihr Namensschildchen. Ich denke, das ist für Sie. Ja, ich nehme es mal an. Mit nach Hause nehmen, ja. Okay, ich bin halt direkt nach Hause. Ich weiß halt echt nichts mehr von dem Spielfeld, mir gerade so ein. Schon sehr unangenehm. Uah. Ja, das war das Absperrband hinten beim Müll. Oh, die Mikrowelle ist aus. Das passt auf die Chips auf, das Chinchilla. Habe ich immer eine Quest? Wo sind meine Quests? Oh, Texturqualität. Aber die kann man nur runterstellen. Shadow Quality, Hard and Soft. Mhm. Heavy Performance. Headbob machen wir aus. Camera Effekt. Oh. Oh. Ich weiß nicht, so gefällt es mir ehrlich gesagt besser. Ich lass das mal aus, Leute. Ich lass das mal aus. Schon wieder Nacht. Ja, es ist irgendwie immer dieselbe Uhrzeit. Taschenlampe. Arigato. Flasholeiter. Erste Nacht. Ist aber schon die zweite Nacht. Ja, es gefällt mir deutlich besser ohne dieses Video flimmern. Ist für YouTube wahrscheinlich auch besser von der Komprimierung her. Alter, ist das dunkel. Vorher war es nicht so dunkel. Warte mal. Ich will nochmal was testen. Ne, ist genau dieselbe Sichtweite. Aber ich sag ja so, japanische Spiele, ne? Die sind halt oft nicht wirklich dunkel. Die sind einfach nur grau. Dieses Kun Kun Night, was ich da gespielt habe, das war auch einfach nur grau und nicht wirklich dunkel.
Warte mal ganz kurz. Es geht nicht dunkler, cool. Also irgendwie ist es düsterer als in Nacht 1, muss ich mal sagen. Das ist die Rache, weil ich den Headbob ausgestellt habe. Also wirklich zur Straßenbeleuchtung. Warte mal, ich mache mal die Schatten vielleicht aus. Auch nicht. Hard only. Ich mag es nur hart. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgespielt. Hab volumetrisches Licht kurz aus und wieder angemacht. Und jetzt geht's doch. Jetzt ist alles gut sichtbar hier. Keine Ahnung. Ich wollte es nicht rumfuschen, aber es war jetzt ja mehr das Tutorial. Ich glaube, jetzt geht das Spiel ja erst richtig los. Von daher alles gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lang es ging, aber ich glaube schon über eine Stunde irgendwas. Ah, oh, es strahlt hier. Wie so ein Hoffnungslicht in der Nacht. Um poetisch zu werden. Das ist ja wieder so ein komischer Creep mit dem Buckel. Hey, hey! Ich habe gehört, dass du berichtet hast, dass die Türen sich von alleine schließen und öffnen. Nun gut, ich werde da jemanden die Sensoren überprüfen lassen. Scheint, als wären da irgendwelche Drähte lose. Oh, du dachtest, das wäre eine Art Poltergeist? Ich sehe die ganze Zeit im Fernsehen. Ist alles geskriptet. Geister sind, gibt es gar nicht in Wirklichkeit. Er hat keine Nase. So, lesen wir diesmal erstmal, was zu tun ist. Ich habe Ratten hinter dem Laden gesehen gestern. Jemand muss den Müll offen gelassen haben. Die erste Person, die diese Notiz sieht, sollte sich sofort um diese Ratten kümmern. Dein Manager. Ach ja. Okay. Tschüss. Tschüss. Gruseliger. Lässt du doch sein Dreck hier stehen, weißt du? Frech. Oh, ich sehe, wer dann kommt. Oh, ich erinnere mich. Oh, ich erinnere mich. Diese alte, gruselige Frau. Da war ja was. Ich glaube, die will nur scheißen gehen oder sowas. Ah, oh, dann kommt sie angewackelt. Bei der Musik würde ich wahnsinnig werden in dieser Nachtschicht. Aber sieht alles ganz lecker aus, ne? Ich habe sogar Spaghetti Bolo. Ich hätte jetzt voll Bock auf so einen fetten Topf Ramen. Alter. Und dabei habe ich schon gefrühstückt, aber das sieht so köstlich aus. Ich würde sogar Katzenfutter essen jetzt. Das sieht auch köstlich aus. Was passiert? Oh mein Gott, wie sie guckt. Entweder freut sie sich oder sie hat Schmerzen. Kennt ihr diesen In Pain, wie heißt der, Harold? Alter, sie hovert einfach durch die Tür. Ich frag mich, was macht eine alte Dame um diese Uhrzeit noch draußen mit ihrer Gehhilfe? Als hätte die keine Toilette zu Hause. Vor allem auch erstmal ohne zu fragen. Geht die einfach aufs Klo. Das finde ich wiederum nicht so lecker. Alles so in Plastik eingeschweißt. Wo ist sie jetzt hin? Ach. Auf dem Weg, ne? Das ist gemein. Ist so ein bisschen gemein. Die arme alte Frau, ne? Die arme alte Frau. Mein T-Shirt ist übrigens nicht dreckig. Es ist nur bedruckt. Der hat sich komplett rausgewaschen, was ich total schade finde. Ich wasche das ja immer auf links, aber irgendwie hält das bei mir nie lange, so ein bedrucktes T-Shirt. Deswegen habe ich nur schwarze Shirts mit Krümeln drauf. Im Schrank. Ich hätte schon längst das mit den Ratten machen können, ne? Hallo? So.
Ratten. Ich sehe da eine Ratte. Die haben die komplett umgeworfen. Das war bestimmt mein dummer Kollege. Hundertprozentig war es der. Alter. Der rumsteht. Was ist jetzt los? Ah ne, ich dachte, sie geht schon wieder, die Oma. Willst du denn hier? Hey, ich hab's eilig. Können Sie bitte für mich 5 Dosen Bier und eine Packung Zigarren holen? Beeilen Sie sich. Sag mal. Ist der Alkohol... Wo war nochmal der Alkohol? Hier. Warum muss ich das... Ach, hol's dir doch selbst. Ja, aber... Hallo, warum sollte ich das für ihn machen? So ein Blödmann. Oh. Ja, juhi. So. Wo ist denn das Bier? Ich finde das, also, ne, ist schon frech. Ah, hier, Zigaretten. Bitteschön. Vor allem, wo gibt's denn sowas? Ist das das, ne. Was ist denn das Bier, hier? Juhi. Es gibt doch keine Bedienung in solchen Läden, oder? Natürlich kann ich nur eine nehmen, oder was? Ich ist immer noch auf dem Klo, die alte Frau. Hallo? Kann ich das irgendwie wechseln? Ach, wow, ich habe die auf den Boden geschmissen dann. Ich soll ihm jetzt einzeln 5 Dosen Bier bringen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Das würde, ohne Scheiß, an ihrer Stelle würde ich das jetzt auch so richtig provokativ machen. Genauso. So richtig langsam laufen. Eine Dose, noch eine Dose. Aber so richtig langsam. So richtig langsam. Ja. Entschuldigung, ich habe zu oft gedrückt. Ich habe gespammt, um zu sehen, was die Reichweite ist. So. Wie gesagt, die Dose hält so. Ins Gesicht. Bitte. Blödmann. Brech. Ja, was dein Handy legt. Danke. Dann bedankt er sich. Ist die Oma eigentlich immer noch auf Klo? Ich will da nicht mal was kaufen. Oh doch, da ist er. Wo ist Ken-Kun? Wissen Sie, wo Ken-Kun ist? Ich dachte, ich hätte seine Stimme gehört. Das war das Haus meiner Tochter. Was haben Sie getan? Wie können Sie nur? Ist voll die Wurst drin noch. Ich liebe diese Toiletten in Japan, ne? Oh. Kennst du mal? Sie geht nicht mehr zu. Alter, diese Toilette macht mir Angst. Hab ich damit die Ratten erschlagen? Ich sprühe sie einfach ein. Diese armen Viecher. Die! Ja, so geht's.
sitzt sie denn? Hallo? Sitzen Sie nicht im Container? Kinder, ich hab zu tun. Was macht da so Geräusche? Ey, sag mal. Was ist das? Was? Ist das das Rattenzeug? Das wäre für mich schon super pure Stressbelastung gerade. Hier, oder? Boah, ist das stressig. Ich muss die Ratten töten jetzt. Komm dir gleich vor, ich sag's dir. Dann sprühe ich da mal ein bisschen rum. Wo sind denn die Ratten jetzt noch? Ich sehe keine mehr. Woher weiß ich denn eigentlich, dass es genau drei Ratten, also genau sechs Ratten waren? Woher weiß ich sowas? Ich schwöre dir. Ich hätte das Geräusch schon längst ausgestellt. Oh. Dieses Kind. Stimmt, das Kind war's. Der kleine Bengel, der die ganze Zeit den Sensor da berührt. Oh my wa, Moshindario. Kleiner. So, also kein Geist, nur so ein kleiner Drecksack. Um diese Uhrzeit, es ist Nacht 12 bestimmt schon. Ich sehe keine Ratten. Springen kann ich, oh, ich kann aber durchlaufen. Versteckt die sich? Nee. Keine Ratten. So. Ach, da ist noch eine. Ja! Ich hab alle. Hört sich so an, als rennt da schon wieder einer. Alles gut. Oh. Kommt ein LKW. Moment, ich muss mal ganz kurz auf mein Handy was. Ja, Moment! Ich muss gerade noch Candy Crush. So, hab den Level geschafft. Packt der jetzt hier? Oh ja. Das ist aber ein großer. Na, so groß jetzt auch nicht. Das war nur der Absatz. So. Was gibt's denn? Kann ich sie mal mit meiner Taschenlampe anleuchten? Gut, Sie zu sehen. Oh, wissen Sie, es gibt ja diesen unaufhaltsamen... Ach, das ist der Paketbote. Es gibt ja diesen unaufhaltsamen Trend, dass Leute alles online bestellen. Egal, es scheint hier ein Paket zu geben, das abgeholt werden soll. Was? Ach, hier. Jo. Tschüss. Ja, natürlich ist das nicht cool für die Umwelt, nur... Naja, die Leute haben das. Es gibt ja auch Jobs, ne? Ich versuche auch nicht so viel zu bestellen online.
Nur muss man halt manchmal leider sagen, wenn man guckt, was Online-Sachen kosten und was die im Geschäft kosten. Und ich rede jetzt nicht von kleinen Einzelhändlern, sondern von Ketten. Also, ne, dann guckt man auch lieber mal online, bestellt dann aber lieber auf einen Schlag, dann kommt ja alles auf einmal. Ist wahrscheinlich dann auch besser, als wenn man alles in kleinen einzelnen Päckchen holt. Was spiegelt sich da eigentlich? Im Monitor meine ich. Boah, das wäre mir halt viel zu langweilig, den ganzen Abend hier nur abzuhängen. Ohne irgendwie eigene Musik zu haben oder so. Boah, oder was zu lesen. Alleine Musik bräuchte ich schon. Okay. Da steht ja die ganze Zeit ein Lieferwagen. Bisschen unheimlich. Habe ich da was zu tun? Ja, habe ich gemacht. Zweite Nacht. Boah, diese Geräusche, Alter. Ein Regenschirm. Ach ja, ich habe ja so einen roten Regenschirm gehabt. Boah, sowas. Boah, um die Uhrzeit, nachts, ne? Boah, verzieh dich. Unangenehm. Noch ein Tape. Es geht nicht weg. Ach ja, watch closely. Wer schickt denn sowas? Das Bild ist eingefroren. Okay. Es hat den Regenschirm schon aufgespannt. Das bringt doch Unglück. Geil. Liebe Regen. Warte mal, ich probier's nochmal. Seht ihr, das ist voll der Trick. Es kommt mir so laut vor, ich weiß gar nicht, ob ich den Regen überhaupt übertöne. Ist nicht da. Wo ist er denn hin? Oh! Du! Buh! Hab ich dich erwischt, hä? Dummes Arschgesicht. Nächstes Mal ramme ich dir was rein. Ich hab mein Messer nur nicht dabei. Okay, okay. Gut, ich höre ja auf. Verspreche, ich werde es nicht wieder tun. Ja, das verspreche ich dir auch. Einige Produkte fehlen in den Regalen. Haltet immer die Regale voll, das ist unser Motto. Also bitte füllt sie bis morgen Abend wieder auf. Der Manager. Scheiß Creep, ey.
Geh jetzt. Das ist ein ekelhafter Typ. Wie dreckig es hier ist. Der hat nichts gemacht wahrscheinlich. Wird ja so eine creepy Musik hier. 80 Gramm. Geilste Nudeln, oder was? So, alles voll. War wohl ich. Hallo? Wo kommt es denn rein? Ich hab da eben was gesehen, was leer war. Hier? Ne. Okay. Ja, wo denn? Lass jetzt einfach hier liegen. Was ist das überhaupt? Ist das Pizza? Lass mal hier liegen, es kann hier jemand mitnehmen, weil er was braucht. Ach nee, warte mal, das ist das hier, oder? Ist das alles Chips? Blau, grün, rot, gelb? Seltsam. Oh, diese Musik ist schon so richtig unheimlich. Und das Päckchen ist immer noch nicht weggeräumt. Okay. Hier mal gucken. Ist das das, was fehlt hier? Ja, wahrscheinlich diese eine Spalte nur. Ah. Auffüllen? Ja, bitte. Als willst du einen Unterschied machen? Hier ist alles voll mit dem Kram. Und was mich übrigens sehr triggert, dass hier immer zwei blaue Produkte stehen. Oh, das triggert mich. Aber gut. Verschlossen. Okay. Okay. Machen wir mal weiter. Die Tür gerade von alleine. Ja, nicht lustig. Ich kann nichts machen. Auch nicht wirklich durchgucken. Da ist niemand. Ah, das ist so schön. Was ist eigentlich das für die Sandwiches? Oh, da kommt der Gangster. So, schnell noch die Arbeit fertig. Was ist mit seinen Füßen? Der sieht auch geil aus. Ich bin Hamada. Also, da ist was falsch mit der Klimaanlage. Dein Boss schien ziemlich verzweifelt zu sein, dass das Essen frisch gehalten wird. Ich hasse es, so spät zu arbeiten, aber er bezahlt mich gut, weißt du? Kümmere dich nicht um mich.
Ich check nur draußen die Einheit und dann gehe ich wieder. Die Mütze vor allem. Oder was das sein soll. Der sieht eher aus wie ein Maler oder Bauarbeiter als jemand, der sich um die Klimaanlage kümmert. Weiß ja nicht. Überprüf das lieber. Da passiert doch bestimmt irgendwas. Ich weiß es, wie gesagt, gar nicht mehr. Irgendwas passiert doch jetzt, wenn er da rumwerkelt. Wird er doch bestimmt geschreddert oder so von der Klimaanlage. Ja, das wäre schon witzig, ja. Sehr witzig. Aha. Passiert nichts. Daneben nicht. Alles gut. Ich dachte, irgendwas passiert jetzt, aber nee. Oh, das war's schon. Ich hab dich nicht kontrolliert, mach dir keine Sorgen. Aber dieses Vieh, was wir da schon ein paar Mal gefilmt haben, das hat's wohl gemerkt, dass wir gefilmt haben. Es ist so unangenehm hell hier drin, ne? Kommt sich echt vor wie auf dem Präsentierteller, so ein bisschen. Eine junge Dame. Na dann. Oh, sie holt sich selbst. Das ist gut. Bitte nicht die Bedienung, ja? Kassiere, ist was anderes. Aber ich finde das. Ich finde ehrlich gesagt immer diese Auslage so richtig uninteressant und unappetitlich. In Tankstellen. Die Brötchen, die sind dann meistens schon erstmal viel zu teuer und dann wahrscheinlich auch ein bisschen alt. Ungeil. Also, wenn du nicht direkt morgens hinkommst und dir schön so ein Brötchen mit Käse für 3,70 Euro holst, ist das Ding schon so pumpig wahrscheinlich. Nee, lass mal. Wenn man so drüber nachdenkt, gibt es ja auch gar nicht viele Produkte. Es gibt Sandwiches, Chips, Nudelsuppen und Tiefkühl. 2, 3 Produkte und das war's. Und hat Getränke und Kippen. Und nur eine Marke Kippen, wie es aussieht. Okay. Aber immerhin sehr fortschrittlich, alle haben ein Handy. Hey! Bist du die Einzige, die hier arbeitet? Ich kann es nicht glauben. Was für ein Manager stellt ein Mädchen in die Mitternachtsschicht ganz alleine? Ich sehe, du hast keine Wahl. Naja, zumindest kann ich dir einen Schutztalisman geben. Sei jetzt vorsichtig. Ja. Sehr nett von ihr, finde ich. Sehr, sehr nett. Und ja, ich bin auch der Meinung, dass generell nur eine Person, egal ob männlich oder weiblich, nachts ist echt gefährlich. Unter Umständen, je nachdem welches Gebiet, wo man da ist. Aber gut. Super auffällig, ne? Lässt da einfach so ein Werkzeug liegen, der Held. Die Tür ist aufgeschlossen, aber mein Arm wird taub, wenn ich sie versuche zu öffnen. Fühlt sich an, als würde etwas nach mir grapschen. Ich kann sie nicht öffnen. Ach komm, ey. Dann nimmst du dir ein Werkzeug oder so und stemmst die Tür auf, was weiß ich. Na, wann kommt die Oma wieder? Die Kack-Oma.
meine, sie kämen nochmal irgendwann wieder. Sagt der Panda. Wow. Unheimlich. Oh. Oh. Ah! Oh, das habe ich ganz vergessen. Das liebe ich so an Schillers Art Spiel. Die fangen immer so harmlos an und dann. Alter. Oh, mich fröstelt. Man muss aber auch sagen. Die haben sich da echt entwickelt mit der Zeit, so ein bisschen. Aber das sitzt halt immer noch gut. Liegt da auf dem Boden. Talismane? Talismane? Das sind immer böse Talismane, oder? Ich schmeiß sie erstmal direkt in den Müll. Da kann man die jetzt Klo schmeißen. Ne, okay. Mache ich damit nochmal. Ach, die Tür exorzieren. Ah. So war das, die Tür exorzieren. Hier. Manager. Hier. Oh mein Gott. Okay, was für ein Albtraum. War das alles ein Traum? Ja, oh. Wahrscheinlich, ne? Okay. Warum geht die Tür nicht auf? Ach, hier ist hier wieder ein Kassettentape. Ja, stimmt. Das vierte tötet dann wahrscheinlich, ne? Es ist jetzt das dritte bei uns. Ich weiß nicht. Ist das Räumchen wieder? Ist aber auch ein scheiß Fluch. Ich könnte auch nicht widerstehen, mir das anzugucken, irgendwie. Na, ist unser toller Kollege. Ja, er ist nicht da. Natürlich ist er nicht da. Dummer Schwein.
Aber irgendwie kann ich auch nicht einstempeln, von daher. Die Tür hinten ist auf zum Lager. Das kann ja nur was Gutes sein. Alter. Vor allem jetzt sind hier immer ein Fernseher. Plötzlich Silent Hill. Ach, warte mal, da war doch irgendwas. Ich muss doch jetzt... Ich musste doch die richtigen Fernseher einschalten, oder? Oder ich mich daran überhaupt nicht mehr erinnern kann. Aber welche? Ach stimmt, das sah ich ja dann, glaube ich, auf den CCTV-Aufnahmen, oder? Gucken wir mal. Wie gesagt, ist schon ein bisschen her, aber... Okay, nee. Was? Ja, ich wollte auch... Vor dem bleibt er stehen. Na komm. Also vor dem da. Vor dem ganz oben. In der Mitte. Das war's, oder wie? Nee. Vor dem ganz unten. Mach's bloß nicht zu kompliziert, Junge, ne? Also Mitte, oben, unten, unten. Und das war's dann, glaube ich, ne? Nur vier Fernseher müssten es sein. Also der auf jeden Fall. Warte. Geh ich hin. Vier Fernseher, wie gesagt, der hier. Der da. Und der da. Wow, das war zu langsam. Warte, der rauscht nicht. Das war falsch. Ich glaube, das war's. Es kommt auf jeden Fall kein Fehlergeräusch. Jo, es waren alle vier. Da ist sie wieder. Okay. Wird ja alles wieder normal zu sein, hä? Das letzte Videotape. Nein.
Muss ich? Die vierte Nacht, übrigens. Den Bild einmal werfen. Oh, es gibt drei Endings, oder was? Dann verschicke ich es erstmal. Schicke es an jemand anderen, ja. Ist das sicher? Ja. Das ist voll mies eigentlich. Und damit können wir den Fluch vielleicht abwenden von uns. So war es ja auch bei The Ring, ne? Dass man das Tape kopiert und jemand anderem gibt. Die ganze Situation hat mich krank gemacht. Ich habe das VHS-Tape gut versiegelt und habe mich entschieden, es an den Sender zurückzuschicken. Zum Glück war die Adresse des Senders auf der Box. Als ich es abgeschickt hatte, fühlte ich, wie meine Schultern sich entspannten. Zu viel ist in kurzer Zeit geschehen. Mein Verstand konnte nicht mithalten. Ich musste mich ausruhen, aber ich konnte nicht einschlafen. Alles von diesem Laden hat mir Angst gemacht. Schlussendlich habe ich mich hingesetzt und musste meinen Kopf irgendwie freikriegen. Was habe ich gesehen? Was habe ich denn überhaupt wahrgenommen? War das real? Obwohl ich Angst hatte, wusste ich, dass ich die Wahrheit erfahren musste. Ich wollte wissen, was passiert ist und warum. Also bin ich im Internet auf die Suche gegangen nach dem Laden. Ich habe einige alte Artikel gefunden und Foren, die darüber redeten, wo das Gebäude gebaut wurde. Ein Kommentar war seltsam. Es hieß, dass dort grausame Morde stattfanden auf dem Grundstück. Der Kommentar war von 2009. Ich wollte weiter investigieren. Oder untersuchen. 14. September. Der Mann hatte sein Kind mit einem Küchenmesser getötet und seine Frau ging in einen Supermarkt einkaufen in der Zeit. Als sie zurückkam, hatte sie auch gestochen. Sie war auf eine extreme Art getötet worden. Dann hatte sie sich selbst aufgehängt am selben Tag. Die Frau war schwanger zum Zeitpunkt ihres Todes. Die Frau wurde mit mehreren Nägeln getötet. Auch in ihren Bauch wurde gestochen. Ich wollte mich übergeben, nachdem ich diese Bilder gesehen hatte. Ich wusste, dass ich aber weitermachen musste. Es war ein Mann, der auf diesen Kommentar reagiert hatte. Und er sagte, dass er am selben Ort gearbeitet habe. Er sagte, dass er von seinem Boss belästigt wurde und auch andere Kollegen. Und er sagte, dass dieser ein emotionsloses Gesicht hatte. Dass ich mir vorstelle, dass was diese Familie durchmachen musste, diese Depression und der Hass in meinem Kopf, es war sehr schmerzhaft. Mit Tränen in meinen Augen habe ich das Internet beendet, also habe es ausgemacht, den Computer und es geht so schnell. Ich habe dort angerufen, aber die Anrufe wurden nie entgegengenommen. Ich habe einen Anruf von Mr. Hoso hier bekommen und ich hatte ein schlechtes Gefühl deswegen. Dann kam eine zitternde Stimme, die sagte, der Manager ist tot, ich konnte nicht atmen, es war also kein Traum. Und dann habe ich über den Ort nachgefunden, wo er gefunden wurde und Mr. Hoso hier sagte, dass es ein Laden, also so ein kleines Lager hinter dem Laden war. Ich habe mein Telefon fallen lassen. Ich habe meinen Job gekündigt. Nachdem ich gekündigt hatte, vermied ich es immer, in die Nähe des Ladens zu kommen, wenn ich konnte. Und immer wenn ich in die Nähe kam, fühlte ich, dass mich etwas scharf anstarrte. Also bin ich so schnell vorbeigegangen, wie es ging, ohne hinzusehen. Auf der Tür stand, geschlossen wegen Management. Ja, aber ich habe keine Courage mehr, weiter zu untersuchen. Nach einer Weile sind die Erinnerungen verblasst an diesen Laden. Eines Tages bin ich vorbeigegangen am geschlossenen Laden und ich hatte die Stimme eines Kindes gehört. Dann sah ich auch die Frau. Als ich meine Hand sah, hatte ich einen der rostigen Nägel aufgehoben, der irgendwo auf dem Grundstück in der Nähe fallen gelassen worden war. Ja, sorry, das war jetzt zu schnell, um es zu übersetzen, simultan der Text. Auf jeden Fall, krasse Geschichte. Wir gucken uns doch das andere Ende an, würde ich mal sagen. Wenn das jetzt so einfach geht. So, ich musste das ganze Spiel nochmal spielen, aber wir haben jetzt das letzte Tape, die vierte Nacht. Und jetzt werde ich es mir ansehen, weil ich glaube, wenn ich es in den Müll schmeiße, wird das nichts ändern. Es gibt halt nur die zwei Endings. Ich habe extra nochmal nachgesehen. Weil drittes Mal will ich es jetzt auch nicht nochmal spielen. So, jetzt. Achso, warte, hier ist ja das Tape. Schauen wir es uns nochmal an, das letzte. Bist du sicher? Ja, schade. In den anderen Chillers Arts Spielen kann man ja kurz vor Ende nochmal einsteigen, aber hier leider nicht. Nun ja. Denkt bei uns vor der Tür, vor der Balkontür.
Creepy. Boah, dann hat sich ja im Prinzip der Ort verlagert. Wenn wir es jetzt wieder zurückgeschickt hätten an die Adresse, wo es herkam, dann dürften die ja auch unsere Wohnung sehen, theoretisch, oder? Und uns. Dann wären wir jetzt quasi der Ort, wo alles verflucht ist. Also unsere Wohnung. Boah, es ist... Ich kann mich nicht bewegen. Oh, ist das unangenehm. Okay. Ja, es war sehr kurz. Ein Spiel von Chillers Art. Hier gibt's, diesmal gibt es keinen Abschlusstext. Ja, das war's mit Convenience Store, Leute. Ich habe, wie gesagt, noch alle anderen von Chillers Art. Und da gibt es, glaube ich, auch 4, 5, die ich noch nicht gespielt habe. Mal sehen. Wenn ihr daran interessiert seid, mache ich die natürlich gerne in Zukunft. Weil gerade sind Horrorspiele so ein bisschen rar, was das angeht. Also so kurze Horrorspiele. So 1, 2, 3 Stunden lang, was ich ja immer jetzt spiele in nächster Zeit. Muss ich mal gucken. Vielleicht suche ich mal wieder ein paar alte Sachen raus. Also, die ich noch nicht gespielt habe, natürlich. Als Restroom-Poster. Ja, ich danke euch fürs Zusehen. Danke für die Bewertungen. Und wir sehen uns zu was anderem wieder. Ich bin der Bruga. Und jetzt hört ihr noch was von den Leuten, die mich monatlich finanziell supporten. Tschüss. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Bexking 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Bo the Pet Goblin, Burger Bun Slayer, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dragmoon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, Unicorn, Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Master Exploder 5000, Mikey Chan, Metal Dragona X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupu Fischbub, Reik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder essen Katzen, OT, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Van Tan und Wölfchen 0909.